So, hallo, ja, live, Tour de France 2018 und im Livestream fange ich jetzt den Pro-Kapitän oder auf Englisch den Pro-Leader-Modus an. Ja, starten wir einfach mal, Solo, neues Spiel natürlich, nehmen die bestehende Datenbasis, Profi, das genügt erstmal. So, willkommen im Pro-Kapitän-Modus. Ihr Ziel ist, werden Sie zum besten Fahrer und erobern Sie die Spitze der Pro-Cycling-Einzel. Werden erreichen Sie Karriere, um sich zu verbessern. Für die Zeit Sie Geld, egal was Sie anfangen, spezialisieren Sie, fahren als Barodeur. Sie können erst aufsteigen und Kapitän werden, nachdem Sie sich bewiesen haben. Aha, okay. So, Trikot auswählen. Oh, 20 Trikots hat man zur Auswahl. Yeah. Was nehmen wir da Schönes? Sieht aus wie Telekom-Trikot. Ja, genau. Und hier Banesto. Ja, die alten Trikots. Banesto, Telekom. Oh. Team Telekom. Wir nennen es aber hier EK2K Cycling oder sowas. Cycling. So. Genau. Können wir fortsetzen. Okay, jetzt müssen wir hier Name. Quatsch. Erik. Ach Quatsch, der Nachname. Nochmal. Nachname. Machen wir EK2K. Vorname Erik. Deutschland Nationalität. Ja. Alter. Wie jung beginnen wir? Ihr Fahrer muss jünger als 25 Jahre sein, um an der Nachwuchsrennen teilnehmen zu können. Ach, fangen wir als ganz junger Fahrer an mit 18. 1,75 machen wir mal. 65 Kilo. Berg, Hügel, vielseitig Berg. Was hat er dann für Werte? Berg 65, Hügel 62. Flach ist er ziemlich schlecht. Hügel, vielseitig, Flachhügelberg 58 nur. Da komme ich ja nicht mal über den Berg rüber. Das ist jetzt auch noch nicht so das Wahre. Fangen wir mal mit Berg an. So, fortsetzen. Okay, Spielziele angreifen und als Ausreißer 10 Kilometer vor dem Feld fahren. Als einzelner Ausreißer mindestens 25 Kilometer vor dem Feld fahren. Als erstes über einen Bergpass der Kategorie 3 oder 4 sein, flache Etappe beenden. Ja gut, die Ziele sind alle noch machbar. So, okay, was muss ich jetzt hier machen? Zeitplan, Februar. Ach, das ist jetzt mein Team. Gaudio, Sieberg, Van Gneschten, Twaits, Gazing, Igor Anton, Lammertink. Nicht qualifiziert.
Aber es kann nicht vorm Höhepunkt, ist ja bei mir grün. Hier nicht. Ah, hier kann ich es einstellen, okay. Ich kann es für das gesamte Team einstellen. Nochmal zurück, was ist hier My Sprint Challenge? Da brauche ich keine Topform haben. Open Tour sind noch zwei Bergetappen. Hier bin ich in Topform schon, das sieht gut aus. Und hier. Ja, dann lassen wir das gleich so, wie es ist. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja, muss ich erstmal reinfinden mit den Formhöhepunkten. Das ist gar nicht mal so ohne. Nein. Gut, fahren wir jetzt die La Route Course. Ach so, nee, ich muss auf Saison beginnen. So, jetzt. Möchten Sie die Etappe fahren? Sie fahren das auch normal, können das mal. Nee, dann wollen wir spielen. Guys, welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. We don't have. So, möchten Sie die Etappe fahren oder als Etappensimulation starten? Spielen. Ich hoffe, es sind nicht so schwere Gegner dabei. Ich muss mal gucken, ob ich meine Ziele da nochmal sehen kann. Ob ich dann sonst wieder vergessen. Ich fahre natürlich mit meinem Fahrer. Hello everyone and welcome to Corsica. The first stage, short and trouble-free, should end with a sprint. So, hier mit meinem Team Telekom. Also gut, wenn ich jetzt bei der Bergwertung als erster drüber fahren würde, weil das ist, glaube ich, ein Ziel. Ach ja, nicht mehr anzeigen. Things are livening up at the head of the peloton. Ich will mitfahren wegen der Bergwertung. Ich kann ja gleich das erste Ziel erreichen. Ja, das wissen wir doch. Attempt at a counter-attack. The only climb of the day will earn 1 point for the mountain standings. The first riders are 2 kilometers from the climb. Jetzt irgendwie als erster dort drüber kommen, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Der drängt mich ab, ey. Wow,
headed for the breakaway. It's looking good. The peloton is starting to ride behind him. It looks like he doesn't want yet another rider at the head of the race. His teammates are accelerating. He's no doubt asked them to reel in the counterattack to avoid too big a breakaway. He's one of the rulers with a good top speed, able to do well on the hilly stages. So, fahre ich jetzt hier weiter mit in der Ausreißergruppe oder? He's a pure ruler. Make sure you don't leave him alone up front. It would be difficult to catch him, and it's better for him to finish on his own. Muss irgendwie schaffen. 10 Kilometer vor Feld zu fahren. Ich glaube, das dürfte ich schon haben. Glaube, ich werde mich ins Feld zurückfallen lassen. Das macht keinen Sinn. If he wants to take points for the polka dot jersey, he must break away. Okay, dann warten wir aufs Feld. Fahr ich hier mit. Muss halt gucken, dass ich im Feld drin bleibe. Und da keinen Anschluss verliere. Das sieht echt aus wie Team Telekom. Die Trikots, das ist echt cool. Schön zu erkennen. The breakaway is losing ground. So, das ist aber schon mal gut, dass ich jetzt meine Energie wieder regeneriere. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. As we approach the intermediate sprint, a little reminder of the rules. The first 15 score points. The first will pocket 20 points. So, Zwischensprint ist egal. We'll be able to pick up something to eat. The breakaway is losing ground. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Last time check with a breakaway. 1 minute. So, vierzehn Kilometer. Oh, von Genächten ist. Ups, falsch, das wollte ich nehmen. So, ich muss mal schnell schauen, fangen Genächten ist weg, aber der interessiert mich eigentlich nicht. So, trotzdem machen wir den mal blaues Gel und ich verpflege mich noch so. Okay,
seconds lead for the head of the race. So, es geht Richtung Ziel. Kilometers. It will be very complicated for the breakaway. If it manages to hold off the peloton, it will be a real exploit. 5 kilometers for the breakaway. So, wer kann sprinten? It'll be tight for the stage victory. Thwaites wahrscheinlich oder Sieberg. Thwaites. So, jetzt muss ich ja schnell was umstellen. Okay. Jetzt versuche ich irgendwie mitzukommen und vielleicht im Sprint eine Chance zu haben. Wo Kilometer. Ach, der war mir im Weg. Komm schon. Verdammt. Ich bin ein bisschen zu früh im Rennen gewesen. Schade, schade. Schade, schade. Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying. We got off to a good start and we must keep on. So, aber ich bin auf jeden Fall in der Zeit geblieben, das ist schon mal gut. Können wir gleich weitermachen. Gesamtwertung für die Chimolai. Regeneration ist gut. So, was habe ich jetzt hier? Ziele erreicht, plus 3 Etappe beenden, 1:1 flache Etappe beenden. Das sehe ich jetzt erst. Flachetappe beenden zweimal. Dann sind die nächsten Ziele. Was ist denn jetzt bei Berg? Als erstes über einen Berg. Was? Ach du Scheiße, die sind nicht so einfach. Bergetappe beenden, beenden, beenden. Bergetappe gewinnen. Gesamtberg werden gepunktetes Trikot. Uiuiui. Das ist bei Abfahrt. Etappe beenden. Okay. Abfahrt habe ich schon plus 1. Flach habe ich auch schon plus 1. Okay, also flache Etappen beenden. Kriegt man schon mal einzelne Punkte. Ausdauer. Etappe aus Ausraser 50 Kilometer. Aha. Wahrscheinlich gibt es da noch extra Ziele. Aber schon mal plus 3, also hat mich schon mal ein bisschen verbessert, so wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Hi guys, let's start the briefing for this stage. Today there's a short time trial on the program. Unsurprisingly, an excellent roller should claim victory. Let's be clear, our chances of getting into the top 10 are slim. Try to limit the damage. So.
Dann ist das dann ein Teamzeitfahren bei PC, Teamwertung. 2 PCP. Ach nee, das ist die Gesamtwertung oder was? Gesamtwertung, Etappenwertung, zusätzliche Wertung. Pro Cycling Teamwertung. Das ist die Pro Cycling Wertung. Okay, jetzt sehe ich erstmal durch hier rechts. Twates hat immerhin 2 Punkte. Das ist schon mal gut. Okay, naja, muss man erstmal alles hier durchsehen und wissen. Zeitfahren. Ja, ich fahre mit meinem Fahrer auf jeden Fall. Weil, einfach so. Küng ist natürlich der Favorit. Feline, Amador. Obwohl, ich bin im Zeitfahren wahrscheinlich so schlecht, dass es eigentlich keinen Sinn macht. So. Was habe ich für Zeitfahrwerte? 59. Eigentlich baue ich. Nee. Baue nicht mit meinem Fahrer fahren. Habe ich ja 71. Ach, was soll's, ich fahre trotzdem mit meinem. The last rider to set off in this individual time trial is on the starting ramp. A few more seconds until he goes. Come on, let's give him a big hand. Mal sehen, was wir da schaffen. Es sind nur 5 Kilometer. Noch sieht's gut aus. Ich bin noch vor. Zeit 3:01. Das schaffe ich auf keinen Fall. 3:15. Ja, das war klar. Jetzt zum Schluss kommt eine Steigung. Da will ich mir noch die Kräfte ein bisschen aufheben. Beeil mich ja. Schneller fährt er nicht. Anstieg müsste eh gleich losgehen. Ja, shit. Ich kann gar nicht so lange sprinten. Ich hätte schon vorher sprinten sollen. Bisschen. Naja, gut. Erstmal mit meinem Fahrer hier reinkommen. We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. 173. Bin ich geworden. Aber ich bin nicht letzter. Sehr schön. Bin nicht letzter geworden. Das ist gut. 29 Sekunden. Naja, okay, passt schon. Lammertink, 28. war der Beste. Okay, dann machen wir weiter. Gesamtwertung hat Lammertink noch eine Chance. Ah, jetzt kommt die Gesamtwertung nochmal, stimmt. Dafür Cimolai vor Amador, Pelucci. Und der Teamwertung sind wir Platz 12 mit 2 Punkten. So, habe ich jetzt wieder irgendwo was dazu bekommen? Glaub nicht wirklich, oder? Doch, Zeitfahren beendet. Plus 1. Naja, gut. Machen wir weiter. Bergetappe. Several mountain passes and a summit finish await you.
This is a key stage for the general classification. We don't have what it takes to play a prominent role. Da bin ich ja gespannt jetzt. Ob ich überhaupt mithalten kann, irgendwie, aber ich, naja, mal sehen. So, Solaire, Formolo sind die Favoriten. Ist ja schon mal interessant. Ich glaube, Buchmann war auch dabei. Zumindest habe ich den vorhin mal unter den Fahrern gesehen. So. Wer ist eigentlich mein bester Bergfahrer? Also ich bin sicher nicht. Ich habe zwar eine 65 am Berg, aber das ist natürlich bei weitem nicht. Gesink hat am Berg eine 74. Und Igor Anton auch eine 74 am Berg. Ja, das sind die beiden. Ja, Lammertink. Was hat Lammertink? Der hat seine Gesamtwertung eigentlich. Berg eine 71. Ja, ich fahr erstmal mit mir. Good morning, ladies and gentlemen. This Corsican stage promises to be a great show. The climbs found at the beginning should provide us with a fine battle between the contenders for the Polkadot of Jersey, and the final climb will force the favorites to show their worth. Aber jetzt Lammertink Angriffen folgen. Okay, but give me time to move up a bit. I'm not well placed. The rider who manages to lead over the first four climbs will pocket a maximum of 22 points for the polka dot jersey. The peloton is riding hard. Stay well placed. Ich brauche hier noch nicht an der Bergwertung mitfahren, weil das ist nichts für meinen Fahrer. Ja, wieder zurück in der Gruppe. Toll. Understood. I'll take it easy, whatever happens. Time gap between the peloton and the escapees is stationary. Vielleicht schaffe ich ja doch mit meinem Fahrer mit mir eine Überraschung. The Côte de Levy sees 5, 3, 2 and 1 points awarded for the mountain standings. The riders are on to the Côte d'Arbellara, classified as second category. The first at the top scores 5 points. Constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. So, jetzt kommt gleich der nächste Anstieg. Ausreißer sind aber noch weg. The front of the race is 2 kilometers from the summit. So, jetzt geht's Richtung Schlussanstieg. Bin ich mal gespannt. Is riding hard. Stay well placed. The breakaway is being reeled in.
It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. Ja, immer noch 3 Minuten sind die weg. Wärst du dabei? Naja. Ich bin ja jetzt eh noch ein schlechter Fahrer. Eigentlich muss ich jetzt ja mit Gesing fahren. The riders will then begin the final climb, the col de l'Hospital. Werde ich dann wechseln? The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. Jarlensen Pantano ist vorne dran. Wechsel mal schon mal auf Gesink. The front of the race begins the climb of the Col de l'Hospital, the true decider of this stage, with 14 kilometers at an average of 6.2%. It's a fairly constant climb, guys. Wird langsam. Es wird schneller. Gucken, ob ich damit Gesink mithalten kann. Wie sieht's hier aus? Uiuiui, ich verliere hier schon ganz schön. Großschartner ist dabei. Zehn, also ich glaube Pantano kommt durch. Challenge in Pantano. Okay, dann kriegt er hier, jetzt kriege ich jetzt schon mal blaues Gel. Blaues Gel, blaues Gel, blaues Gel, blaues Gel, so. Okay, I'll consume a bean. Aber immer noch 100 Fahrer in der Gruppe, also noch ziemlich groß, 8 Kilometer vom Ziel. Change of leader in the overall youth standings. So. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Aber vorne nur noch 2:17. Die verlieren vorne an Vorsprung. Sie können daran kommen. Vorne sind sie. Ah ne, sind noch ein paar Ausreißer erst. Ah, ich bin noch drin. Aber jetzt werden wir klar rausfallen hier. Lamartink kriegt auch schon blaues Gel. Können andere Tempo machen. Beziehungsweise Igor Anton. Okay, I'm coming to protect you. Ja,
left behind. It's good news for the overall standings. Nur 38 Fahrer in der Gruppe. Carapaz ist zurückgefallen. Aber unerwartet. Buchmann? Seltsam. Okay, wie sieht's aus? Igor Anton. Ein bisschen Tempo machen, vielleicht kommen wir noch ganz nach vorne. Charel, Galopin. Ja, das Video wird auf jeden Fall auf YouTube kommen. Oder beziehungsweise der Stream kommt auf YouTube. Auf jeden Fall. So. Formolo fällt auch zurück. Sehr krass. Patrick Konrad noch dabei. Ja, 13 Fahrer. Und Igor Anton noch. Fünf Fahrer. Lammertink ist auch noch da. Krass. Less than 2 kilometers for the man in front. Versuchen wir hier nochmal nach vorne zu kommen. Aber Konrad bleibt dran. Da muss ich doch aufpassen. Ja, also wieso sind die alle so? Etappensieg wird's leider nicht. Aber Platz 2 und 3. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gereicht hat für die Gesamtwertung. So, na, dann sind sie im Ziel, der Rest, 3 Kilometer noch, Le Croc. Jetzt. Ile de Beauté, aha. Great, guys. I wasn't expecting anything from this stage. And you bring home a podium place? Well done to you all. We finish as the best team in the race. Well done. You've shown consistency and team spirit. It's good, guys. Na, 72 da mit meinem Fahrer. 5 Minuten verloren. Naja, das geht schon. Wie sieht's dann weiterhin aus? Lammertink sehr stark. Konrad, Polanz. Gesamtwertung führt. Hat tatsächlich Pantano gewonnen. Schade. Aber ich bin Zweiter und Dritter der Gesamtwertung. Teamwertung haben wir gewonnen. Geil. Das bringt gut Punkte in der Weltrangliste. So, also mein Fahrer ist EK2K, Platz 73. Das ist ja Pro-Kapitän-Modus. Bloß nochmal zur Erklärung, weil ich meinen Fahrer sage.
So, Pro Cycling Einzelwertung. Ja, Gesink. 33 Punkte. Anton hat Punkte. Und wie sieht es in der Gesamtteamwertung aus? Und da führt mein Team. Perfekt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Habe ich wieder ein paar Punkte bekommen? Flachetappe. Ah, es war keine Flachetappe. Bergetappe beendet. Eins dazu, jetzt 66. Abfahrt was dazu bekommen. Aber mit 57 wäre es noch bei den Flachetappen einiges. Aber gut, erstmal fortsetzen. So, Paris-Nizza sind wir nicht qualifiziert. Leider. Erreichen Sie in dieser Saison Platz 20 in der PC-Team, um an der nächsten Saison teilzunehmen. Ah, okay. Platz 18, und was brauche ich für die Tour de France? Auch unter die 18 besten Teams muss ich da kommen. So, Euro-Tour, Open-Tour, kann ich auch fahren. Naja gut, Rennen starten, die Etappe wird simuliert. Ah, sehr cool gemacht. Krone wegen, ja, kurz nochmal zur Erklärung mit dem für den Modus, weil es gerade im Chat gefragt wird. Das ist der Pro-Leader oder Pro-Kapitän-Modus. Der ist neu im Spiel dieses Jahr. Das heißt, man erstellt sich vorher einen Fahrer, wie ihr gesehen habt am Anfang. Und dann kann man den halt über mehrere Saisons nach oben bringen und verbessern und halt ja, zum Torsieg im Idealfall führen. Das ist der Modus. Also hier geht es nur um einen Fahrer im eigentlichen Sinn. Wo es ja bei dem Pro-Team-Modus um ein ganzes Team geht, was man sich zusammenstellt. Hier kann man sich das Team halt nicht selbst zusammenstellen, sondern nur einen Fahrer. So, okay, das war Paris-Nizza, das hat Richie Porte gewonnen. Da durfte ich leider nicht mitfahren. Aber das sieht natürlich die Weltrangliste jetzt gleich ganz anders aus. Wo ist mein Team? 12 da jetzt noch. Trotzdem noch ganz gut dabei. Gut, hier hat sich auch nichts getan. Bei Paris-Roubaix wird sich auch nichts tun. Darf ich ja leider auch nicht fahren. Peter Sagan gewinnt Paris-Roubaix. Ob ich das Team wechseln kann, das weiß ich nicht. Vielleicht nach einer Saison, das wird man sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es geht. So, Sagan van Marke, van Avermaet. Oh, der hat mit einer Minute Vorsprung. Terpstra, Nesen, Christoph. Wout van Aert. Os Bossenhagen. So, hat sich hier was getan? Bin ich da weiter ein paar Plätze zurück? Ja, nur noch 17 da jetzt. Wird Zeit, dass wir hier wieder fahren können. Und zwar bei der Sprint-Challenge. Van Gnechten und Tweets sind da jetzt hier meine Leute. Zwei Zwischensprints pro Etappe in diesem Rennen. Challenge, okay. Und dann kann ich erst wieder im September fahren. Eieiei. Aber erstmal ist ein Prolog.
Dann fahren wir mal los. Hi guys, welcome to the briefing for this first stage. Today we've got a prologue on the program and victory will surely come down to a few seconds between the favorites of the discipline. You'll have to be on pace from the word go. Let's be clear, our chances of getting into the top 10 are slim. Try to limit the damage. Try to limit the damage. Ist ja auch toll. Ja gut, hier werde ich auch keine Chance haben. Obwohl, wer ist mein Zeitfahrer? Muss mein Fahrer hier alleine zurechtkommen. An diesem Prolog, die Prologwertung 69 Gesink. 67. 75 Gaudio. Ja, vom. The last rider to set off in this individual time trial is on the starting ramp. A few more seconds until he goes. Come on, let's give him a big hand. Gucken wir mal, was die ersten haben. 3,27 Alex Dowsett. Letzter Kilometer. Gut, ich hätte viel mehr Gas geben können. Ich hab's ein bisschen verpennt. We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. 136, ist aber gut, das sind 6 Sekunden, das ist gar nichts. Und ich bin mein Fahrer vorletzter, 9 Sekunden. Naja, das macht nichts. Weiter. Jetzt muss ich dann mal schauen. Einzelzeitfahren, habe ich da jetzt hier was bekommen? Tatsächlich wieder einen Punkt dazu bekommen. So. Fortsetzen. Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. Ja, meinen eigenen Fahrer fahre ich jetzt nicht, nicht unbedingt bei den Etappen, wo er nicht den Hauch einer Chance hat, weil er halt zu schlecht noch ist. Deswegen fahre ich erstmal die in meinem Team, die Fahrer, die da wir in einer Ambition haben, irgendwo ganz vorne vielleicht anzukommen. Deswegen einfach nur. Aber ich starte auf jeden Fall jetzt wieder mit meinem Fahrer. So, aber ich muss trotzdem nochmal schauen für einen Sprint. Wer hier der 74 im Sprint? 74 von Genächten. Und Twaits. Spielziele. Sieht man gar nichts. Naja. Greetings, ladies and gentlemen. With a flat route that harbors no difficulties, today's stage is destined for the sprinters. And we should see a mass sprint in the streets of Saint-Amand-Montrond. Wir könnten da mal ausreißen. Sieberg.
Und ja, Twaits sind die Sprinter. Lamartink. Contrary to habit, the stage is not one, but two intermediate sprints. This should allow the Baroudeurs to score plenty of points towards the green jersey. The peloton has caught up. There's no more escapees. The peloton is riding hard. Stay well placed. So, kommt die Ausreißer weg. First climb of the day is classified as fourth category. There will be one point that goes towards the mountain standings. Sieberg. So. A new climb is approaching for the head of the race. Once more, there will be one point that goes towards the mountain standing. So, aber die Ausreise sind erstmal ein Stück weg, das ist gut. Breakaway is losing ground. Flat stages. Little wonder that they're not shown in their entirety on TV. Mal sehen, ob die aber nur noch 2 Minuten, da werden sie nicht durchkommen. Sieberg ist auch zurückgefallen. The breakaway is losing ground. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint. So, 60 Kilometer. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Okay, also die Ausreißer werden auf jeden Fall eingeholt. Ah, verdammt. So macht er hier Tempo. So, jetzt sind wir gleich auf WTF. Und schon fast hier am Exitus. Ja, da wird er gleich zurückfallen. Advantage of the slipstream. Und das war's. Wechsel mal auf Twaits für einen Sprint. Very complicated for the breakaway. If it manages to hold off the peloton, it will be a real exploit. Just 5 more kilometers. Jetzt nach vorne kommen hier.
So, 2 Kilometer. Jetzt kommt hier Astana. Komm. Ach, Mist. Aber diesmal bin ich wenigstens nicht zu früh losgesprintet. War aber knapp. Aber Dritter müsste ich geworden sein, auf jeden Fall. Also war nicht schlecht. Kann zufrieden sein. Ja, Dritter. Oh Gott, mein Fahrer, der hat 1,50 verloren, aber gut. Stimmt, ich habe ja jetzt auch eingestellt, dass das jetzt der Formhöhepunkt ja auf September erst wieder liegt. Deswegen auch die Form so schlecht und nur bei den Sprintern gut. So, wie sieht es jetzt hier aus? Trails ist 14. Ja, durch die Zeitbonifikation müsste ich vielleicht mal mitsprinten bei den Zwischenwertungen für dieses grüne Trikot. 12. Naja, gut. Auf jeden Fall noch ein paar Punkte machen. 11 Punkte dazu. 17. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hauptsache, wir bleiben da in dem Bereich. So, Regeneration habe ich was dazu bekommen. Jetzt 65. Bei Flachen muss noch einiges dazukommen. Ah, da bin ich jetzt bei 59, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Naja, gut. Fortsetzen. It's the final stage, guys. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. For the green jersey, mathematically, we can still hope to take the lead. We'll have to give it everything. This stage is of no interest to us. Keep cozy inside the peloton. Have a good stage. Ja, fang mal an. So, auf jeden Fall wieder Sprintankunft. Ich kann eigentlich gleich mit einem Sprinter beginnen, wieder mit Twaits, das ist ja in der Gesamtwertung. Auf Platz 14. Everyone, as they do regularly on Paris-Nice, the riders will firstly face the Mont du Beaujolais before venturing onto the more gentle but lengthy slopes which lead to the finish in Saint-Étienne. The approaches to the home of Nevers could smile upon candidates for final victory in the points classification. Quatsch, der soll mit mal weggehen, Angriffen folgen. Sieberg. Die Gesamtwertung Twaits. It's pretty much of an open day today. The sprinters should be interested in the stage win, but the finish could allow fighters to make life difficult for them. The breakaway is widening the gap, but there's nobody who's a threat to the overall standings. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. From the intermediate sprint.
Sprinte der Midminer, zweiter, 17 Punkte. There will be one point to be had towards the polka dot jersey at the top of the next climb. Try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. The breakaway is losing ground. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint. Was ist hier los? Wieso fährt er hier weg? Breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Ach, der Sieberg, ey. Ey, er fährt schon davon ran. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. The breakaway is losing ground. Naja, so wirklich weg kommen sie auch nicht mehr. Classified as fourth category. There is only one point to be had at the top of each. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. Genau. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Also wenn man ein Formtief hat, da merkt man schon richtig Probleme. Mein Fahrer wäre beinahe schon wieder zurückgefallen. Aber noch geht's. So, nächster Anstieg. Sieberg ist jetzt weg, Van Gneschten ist weg. Jetzt nur noch für blaues Gel eigentlich. Okay, we'll jetzt ist doch zurückgefallen. Naja. The descent is technical. Riders must exercise vigilance. The slightest mistake could have serious consequences. Okay, I'll consume a feed. This stage will probably end in a mass sprint. The peloton will have given no chance at the breakaways of the day. Hopefully there won't be too much friction and there won't be so, mal gucken, ob ich noch Chancen habe. Sprint irgendwie wieder unter die ersten drei zu kommen. Am besten wäre natürlich Erster. Just 5 more kilometers. Get ready to sprint. We need to score points for the green jersey. Quickstep, ja, die machen Tempo. Giesing, was macht der denn? Zwei Kilometer und bin noch gut dabei. Give it all you've got.
Ich hoffe, ich bin nicht zu früh draußen. Aber dürfte der zweite Platz trotzdem noch gewesen sein. Das war knapp. Das war richtig knapp. Zweiter. Und der Rest, naja. Impey hat gewonnen. So, dann haben wir mal die Gesamtwertung an. Trades. Dritter an der Gesamtwertung geworden, immerhin. Das ist sehr gut. Dritter Platz, grünes Trikot. Auch Dritter. Passt. Das ist gut, haben wir auf jeden Fall wieder Punkte hier für die Pro Cycling Wertung geholt. Thibaut Pinot war dabei. Interessant. Ah ne, Thibaut Pinot ist ja die Gesamtwertung jetzt mit Blade. Da sind da irgendwelche vor Platz 33 Trades, dort steht es ja 41 Gesink. Naja, Teamwertung sind wir 15 da. Das passt, wieder ein paar Punkte auf jeden Fall geholt. Also ich glaube, mindestens Platz 22 müsste ich werden, um für mindestens ein Rennen oder so nächste Saison mehr berechtigt zu sein. So, wo habe ich mich jetzt verbessert? Ausdauer, Regeneration. Hier kommt nichts dazu. Gut, jetzt haben wir wieder etliche Rennen, wo wir gar nicht fahren. Und dann fahren wir nochmal im September bei der Open Tour. Genau, hier für die Euro-Tour mindestens Platz 22 in der Gesamtwertung. Hier Platz 18, Platz 20. Hier sieht man es jetzt gar nicht mehr, schade. Naja gut, Kriterium du Dauphiné. Bin ich nicht dabei, mal gucken, wer das hier gewinnt. Viviani. Gaviria. Interessant. Kronewegen, BMC-Fahrer, Ron Dennis, ach, Zeitfahren, okay. Mollema, und jetzt kommen die Bergetappen. Nochmal Mollema, aber Jungels führt, Quintana dann und Froome führt, Richie Port und Froome bleibt vorne. So, speichern. Gesamtwertung. Oh, mit 1,17 vor Quintana und Jamport, Uran, Wout Poels, Lopez, Nibali, Daniel Martin, Bardet, Meintjes, Formolo, okay. Naja. Krone wegen führt trotzdem weiterhin in der Weltranglistenwertung. Wie sieht's hier aus? Platz 19, okay. So, hier ist ja nichts passiert. Tour de France, ne? Gucken wir mal an, wer die Tour de France gewinnt, ohne dass wir dabei sind. Nur durch Simulation. Das ist immer ganz interessant, wenn man nochmal Zuschauer ist. Ja, Grönewegen ist wohl der beste Sprinter im Spiel, oder was? Mit Elia Viviani scheinbar.
Sky gewinnt das Teamzeitfahren. Gaviria. Alaphilippe. Valverde. Viviani. Oh, Katjuscha Alpecin. Kittel hat auch gewonnen, sehr schön. Jetzt kommt die Kopfsteinpflaster-Etappe. Van Avermaet. Und der führt sogar gleich, gelbes Trikot. Aber jetzt kommen gleich die Bergetappen. Richie Porte gewinnt und Nibali im gelben Trikot. Bardet gewinnt, Dumoulin im gelben Trikot, interessant. Nibali, und es wechselt ja täglich das gelbe Trikot. Bardet auf jeden Fall nach vorn. Immer noch Bardet. Jetzt gewinnt sogar Bardet. Jungels, okay. Sky. Froome. Und Froome in Gelb. Kittel, zweiter Etappensieg. Groupama, okay. Thibaut Pinot. Froome in Gelb. Letztes Zeitfahren, Rowan Dennis. Und Nibali in Gelb. Nibali gewinnt die Tour, unglaublich. So. Gesamtwertung, das interessiert mich jetzt. 21 Sekunden hat er gewonnen vor Froome. 3 Minuten Bardet dann zurück. Richie Porte. Uran. Dumoulin 4 Minuten zurück. Quintana auch ziemlich weit zurück. Pinot, Fuges, Ambergui. Mikel Landa. Zakarin, Daniel Martin. 14 Minuten. Boah. Simon Yates weit zurück, Valverde, Mainz, Pozzo Vivo, Aru, Kruiswijk, Chavez. Naja, gut. Bardet hat viele Punkte gemacht. Führt jetzt in der Einzelwertung sogar vor Porte und Nibali. Und wir sind noch Platz 20, das ist schon mal gut. Also Platz 22 ist ja das Mindestziel. Also Veranda Williams bzw. Wanty Group Gobert, 49 Punkte. Aber ich bin sogar noch vor Kofidis. Machen wir weiter. So, jetzt kommt ja die Euro-Tour, die ich auch noch nicht fahren kann. Aber dann hoffentlich nächste Saison. Tun wir dann auch noch schnell Eurotour, okay. Utrecht, Utrecht. Also zwei Zeitfahren, also ein Zeitfahren, ein Teamzeitfahren, eine Hügeletappe, eine Flachetappe und ein Kopfsteinpflaster. Peter Sagan, zwei Etappensiege schon. Gianni Moscon und immer noch Sagan. Ja, die wird was Sagan. Das ist eigentlich ideale Etappe, ideale Rundfahrt für Peter Sagan und der gewinnt die tatsächlich. Ja, 37 Sekunden vor Terpstra, dann Moscon, Van Aert, Wout van Aert. Van Avermaet, Lars Boom, Rulens, Durbridge, Dillier, Lampard. Sagan ist hier eigentlich irgendwo hier, Platz 8. Okay.
Und hier ist immer noch Platz 20. Veranda Williams hat aufgeholt. Uiuiui, muss ich aufpassen. So, aber jetzt geht's hier weiter. Keine Verpflegungszone in diesem Rennen. Naja gut, wir starten auf jeden Fall mal das Rennen und fahren schon mal die erste Etappe. Bevor ich dann hier langsam Feierabend mache. Das Video wird heute noch auf YouTube erscheinen und als nächstes wird dann auf YouTube, also auch mit auf YouTube streamen, wahrscheinlich jetzt noch in den nächsten Tagen. So, was haben wir hier? Eine Klassiker-Ankunft nach Hui. Hier haben wir noch eine schwere. Zwei schwere Bergetappen sind da auch dabei. Packen wir mal an. Diego Rosa ist hier der Favorit. Pambia, Tony Gallopin. So, ich beginne trotzdem erstmal mit meinem Fahrer. Wir versuchen in der Ausreisergruppe irgendwie mitzukommen. The stage that is served up today reminds us of the great classics of cycling. The reason is that the finish is atop the renowned Mur de Huy, traditional decider of the Flèche Wallonne, with its sections of close to 20%. Certainly one of the toughest kilometers in cycling ever. Ja, hallo? Da muss ich mitgehen. Irgendwie damit da rankommen. Ach Gott, das Feld ist genau hinter uns. Na, toll. Aber vielleicht können wir doch uns absetzen. Jetzt ist die Gruppe zusammen, der Zusammenschluss. Hoffe ich mal, dass meine... The peloton doesn't seem to be reacting. I think it may go all the way. Others are fed up because you're not making enough effort. They'll no doubt try and drop you. Ja, dann komm schon.
His best chance of victory is to try a breakaway from far out. Jetzt habe ich ein Ziel erreicht. Sehr schön. Peloton doesn't seem to be reacting. I think it may go all the way. Ah, hier gibt ja gar keine Verpflegung. You're approaching the intermediate sprint. So war das. Ja, mit Sprint brauche ich eigentlich nicht. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Here's the winner of the intermediate sprint. Warten die wenigstens. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. I'm going to take a nap. Ja, dann machen wir das schon. Auf jeden Fall. So, jetzt kommt gleich hier die Bergwertung. Da muss ich mal probieren. Ist da irgendwas? Aber ich glaube es nicht. Das wäre auch noch so ein Ziel für meine Bergfähigkeiten. Der Bergwertung als erster rübergehen. Das wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber ich habe leider kaum noch Energie, um da. The first climb of the day is classified as fourth category. There will be one point that goes towards the mountain standings. King of the mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. So, jetzt sind wir erstmal wieder hier dran. Hier durchziehen ist mir egal. Vielleicht habe ich ja Glück und keiner sprintet, aber sieht nicht so aus. Ach, keine Chance. Der eher sprinten sollen. Mist. Sind meine Sprintfähigkeiten zu schlecht, um da rüberzukommen? Breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Ich hoffe, die lassen mich ja wieder rankommen, ey. Mit da wieder anzukommen. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Keine Chance. Keine Chance mehr ranzukommen. Mist. Mein Fahrer noch zu schwach. Schade, schade. Nee, zurückfallen lassen. Ja, muss ich das machen. Ah, nicht 100 Gas geben, ey. Da war diese ganze Energie, ey.
Ja, ja. Ups. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. So. Sollen Sie mich jetzt einholen, dass ich ja gemütlich im Feld mitfahren kann? Last time check with a breakaway. 1 minute. Da war's das. Da fällt er zurück. Dann wechseln wir jetzt auf G-Sync. Letzten 10 Kilometer. The breakaway will no doubt go all the way, lad. But watch out for attacks in the closing kilometers. Jetzt muss ich aufpassen. Und ich bin hier ein bisschen schlecht positioniert. Shit. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Breakaway over. Was kommt noch, eine Abfahrt? Ups. Just 5 more kilometers. We are heading for a grouped finish. So, ich muss jetzt irgendwie nach vorne kommen. Es ist echt schwieriger geworden, im Feld Positionen zu gewinnen in der Schlussphase. Das ist krass. Another 500 meters and the riders will turn right and begin the ascent of the Mur de Ruy. Ja, jetzt geht der Anstieg los und ich bin zu weit hinten. Viel zu weit hinten, schade, schade. Von das Ziel. So, Lea hat gewonnen, so wie es aussieht. Ja, hier habe ich ein bisschen geschlafen zwischendurch, es war Blade. Aber ich war wenigstens nicht letzter mit meinem Fahrer. Das ist schon mal gut. Und ich habe ein paar Ziele geschafft bei der Etappe. Durch den Ausreißversuch. Igor Anton. We could have hoped for a better start, but it doesn't matter. We'll have other chances to do better. So, Gesamtwertung. Ja, ich bin öfter mal in der Punktewertung und in der Ausreiserwertung, naja, siebter, 58 Kilometer.
Die machen Punkte. So, was haben wir jetzt hier erreicht? Genau, Ziele erreicht. Angreifen und als Ausreißer 10 Kilometer vor dem Feld fahren. Als Ausreißer allein oder in der Gruppe mindestens 50 Kilometer vor dem Feld fahren. Vor dem Feld fahren und hügelige Etappe beendet. Und 5 von 5 Etappen hat plus 6 Punkte gemacht. Das heißt, Zähigkeit ist hochgegangen. Das ist auch gut. Flache Etappe. Ja, 59 ist noch zu schlecht. Naja, so wirklich viel kann ich damit noch nicht reisen. Aber gut. So, die nächste Etappe ist dann eine flache Etappe. Und dann kommen noch mal ein paar schwere Etappen. Gut, okay, aber ich beende jetzt den Stream. Und es kommt auf jeden Fall jetzt auch Folge immer mit dem Pro-Leader-Modus, Pro-Kapitän-Modus. Und weiterhin natürlich Folgen bei der normalen Tour de France mit Movistar. Gut, und das war's aber jetzt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.